Hier zeige ich euch mal, welche Einstellungen bzw. Download man braucht, um Euro Truck 2 mit der Oculus zu spielen. Und zwar ladet man sich hier bei Betas den Download runter Oculus minus Oculus-5 minus 1.28 runter, aktiviert den dann und dann geht man her bei Allgemeinen. Macht bei Steam Overlay und den VR-Kinomodus verwendenden Häkchen hin. Bei der Startoption festlegen, schreibt man rein minus Oculus. Alles komplett in klein geschrieben. Also minus Oculus und okay. Dann steht bei euch hier in dem Spiel. Euro Truck 2 wird bei mir jetzt ausgeführt, aber bei euch steht denn dort in Klammern Oculus. Das war's schon.